Ich grüße alle recht herzlich. Mein Name ist Zoltán Rulek und komme aus Ungarn. In den nächsten paar Minuten möchte ich so viele Menschen wie möglich dazu bewegen, die Erscheinung Gravitation, wie diese anhand dem aktuellen Stand der Wissenschaft beschreiben wird, zu überdenken. Meine Theorie. Masse verändert tatsächlich den Raum um sich herum, aber nicht in der Form und nicht mit dem Effekt, wie dies Albert Einstein beschreibt. Sie hat nichts mit Gravitation zu tun. In keinster Weise können wir den durch die Masse gebogenen Raum als einen Faktor betrachten, welcher Gravitation auslöst. Es handelt sich um etwas komplett anderes. In Wahrheit gibt es keine Massenanziehung, sogar das Wort Gravitation an sich bedeutet im Latein schwer nicht eine Art Anziehung. Massenanziehung ist nur eine durch die Gravitation entfachte Illusion. Gravitation ist keine Massenanziehung, sondern ein dynamisches in Bewegung setzen der Masse, welche nicht zur Raumbiegung, sondern zur Raumverregung führt. Meine Theorie umfasst somit den durch Raumverregung entstandenen dichteren Raum. Die Raumbiegung ist nur Nebeneffekt der Raumverregung. Je dichter eine bestimmte Masse, desto weniger durchdringt sie der Raum, desto mehr Raum verdrängt sie und desto größer ist ihre Gravitation. Schwarze Löcher haben die größte Dichte und verfügen über eine riesige Gravitation, welche, wie schon erwähnt, keine Massenanziehung, sondern ein dynamisches in Bewegung setzen der Masse ist. Raum lässt sich nämlich auf eine bestimmte Weise verdichten. Raum verbiegt sich nicht, sie wird um Materie, besser gesagt Masse, herum dichter. Diese Verdichtung resultiert daraus, dass der Raum im Gegensatz zu Flüssigkeiten oder Gasen nicht fließen kann. Gemäß ihrer Größe und Dichte verdrängt die Masse den Raum, er will sozusagen um sie herum dichter. Je mehr man sich von der Masse entfernt, desto rarer wird der Raum, bis er zu seinem normalen Zustand erreicht. Gravitation veranschaulicht sich folgendermaßen. Wenn eine Materienmenge in einer durch einer anderen Materienmenge kreierten dichteren Raum kommt, bewegt sich die Materienmenge mit der kleineren Raumdichte Richtung Hypozentrum der Materienmenge mit der größeren Raumdichte. Vereinfacht bedeutet die Theorie, je dichter an einem bestimmten Platz der Raum ist, desto schneller befüllt ihn die Masse. Die Masse setzt sich wörtlich dynamisch in Richtung dichteren Raum in Bewegung. Der rare, normale Raum schiebt die Masse Richtung dichteren Raum. Dies ist genau gegensätzlich, wie dies Wasser beim Gegengewicht von Süß- und Salzwasser tut. Diese widersprüchliche Verhalten verdankt der Raum der Materiellosigkeit. Die Welt der Materie und die der Materiellosigkeit hat nämlich nichts Gemeinsames, auch denn nicht, wenn wir über Naturgesetze sprechen. Dies ist Gravitation. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch alles Gute.